Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots hier auf dem Kanal The Nerd and Ray of Life. Geil, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür schon mal. Ich bin der Dre. Ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Hallo. Hi guys, my name is Dre. So, Metal Gear Solid und 4 sieht seltsam aus, wenn man sich Snake so betrachtet. Ja, letzte Folge bin ich schon so ein bisschen in Erinnerung geschwogelt. Hin und her gedingstet? Ne, das mit dem USB-Stick war bei Metal Gear Rising, glaube ich, nicht, wa? Wo der USB-Stick-Gag war. Oh, nee. Ah, ich wollte die Kamera auswählen. Da. Dann kann ich auch bestimmt noch mehr Geister finden, oder was? Wir haben schon einige Geister gefunden. Ich wüsste nicht, wie ich sie sonst anders nennen soll. Oh, da habe ich gerade was Scharfes gegessen. Und schon geht mir die Stimme flöten. Unangenehm. unter anderem Kojima-san. Ich weiß gar nicht, warum man dieses San immer. Das sah gerade aus wie Augen, das Rohr da oben links. Naja. Gut, aber ich glaube, hier ist nicht viel mehr. Ich habe den Strom eingeschaltet. Ich habe die. Oder Otacon hat die Sicherheitsbarrieren abgeschaltet. Mann. Dann kam hier ein Gecko. Wo kam der eigentlich her? Der ist hier irgendwo durch die Decke gefallen, oder was? Mal gucken gehen. Hier durch die Decke. Durch dieses schwarze Loch ist der Gecko gefallen. Ja, warum muss ich euch die letzte Folge erklären? Ihr habt die letzte Folge gesehen. Wenn nicht, könnt ihr sie gucken, denn sie ist ja immer noch online. Video on Demand, YouTube, feine Sache das. So, mache die Tür wieder auf hier. Und dann schick mich mal... Er kann mich trotzdem nicht in B1 schicken. Ich würde gerne in B1 fahren, aber nö. Aber nö. Ah, oh, ich soll vielleicht auch den Granatwerfer nicht unbedingt benutzen. Damit tue ich mir nur selber weh. Oh, ist das schön. Shadow Moses, okay, Snake, ja. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark 3. Jetzt bin ich nicht die Treppe runtergegangen. Und nun? I'm a bad motherfucker. Von wegen motherfucker. Ich hol lieber ab. Einmal hier rein. Haben wir einen Karton eigentlich? Nee, ne? Guck mal, einen dicken Raketenwerfer habe ich. Oh, hier komme ich nicht mehr raus, oder was? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal wieder zurück, weil der Strom mir wieder eingeschaltet war. Computer sagt nein. Munition haben wir. Nun gut, dann gehen wir halt dahin, wo wir hin müssen. Auch wenn ich so ein bisschen Schiss habe. Ja, yep, die Geckos fahren auch mit den Fahrstühlen. Oh man, more Gecko. The Mark 3 is totally defenseless while working on the door. You'll have to distract the Geckos so they don't spot it. Zu spät, I guess. Hey, hey! Was? Stress! Warum gehst du mir jetzt auf den Sack? Oh fuck! Vielleicht soll ich hier auch mal ganz schnell zu den Nudeln wechseln. So. Wow. Ich habe das Gefühl, ich werde von einer Kuhherde verfolgt. Ey, bei uns früher im Dorf, da sind ganz gerne mal die Zäune von den Koppeln zerstört worden. Wurden ganz gerne mal die Zäune von den Koppeln zerstört. Und auf einmal sind die Kühe durchs Dorf gerannt. Das war so geil. Das endete das eine Mal, oder was das endete, aber der Höhepunkt einer solchen
Warte mal, wo willst du jetzt hin? Da. Gecko spotted the Mark 3. Ja. Keine Munition mehr. Oh, du schießt ja doch auf mich. So, jetzt liegt er da. Kaputt mit CQC, Digga. Kampfrausch. Ich bin im Kampfrausch. Alles klar. Geh mal lieber weg. Fein. Der Höhepunkt einer solchen Kuhherde Escape-Tour. Wir hatten, das ist jetzt schwierig zu erklären. Wir hatten mal ein großes Bauernhaus, wo Wohnungen drin waren. Und in der unteren Wohnung war vermietet und unten war ein Teich direkt vor der Haustür im Grunde, wo dann eine Brücke rüberführte. So, und über dieser Tür war quasi das Küchenfenster von meinem alten Herrn. Und da habe ich früher gewohnt. Meine Eltern leben ja nicht mehr zusammen und da habe ich dann bei meinem Alten gewohnt. Und dann saß ich im Wohnzimmer, habe, keine Ahnung, Fernsehen geguckt oder was, und habe dann auf einmal Kühe draußen gehört. Das war im Sommer. Und dann gehe ich nach draußen, also nach vorne zum Fenster, gucke aus dem Fenster und dann rennt da die Kuh auf dem Hof rum. Und ich beobachte die scheiß Kuh, wie sie da rumrennt. Ich erzähle das kurz zu Ende. Und die kommt immer weiter zu uns ans Haus ran. Und irgendwann steht sie mitten auf der Brücke. Über dem Teich. Und ich dachte, scheiße, wenn die jetzt bricht, die Brücke, ist die Kuh im Teich. Und der ist jetzt nicht unbedingt, das war kein besonders kleiner Teich. Also das war schon ein recht ansehnlicher Teich. So, auch, na gut, tief war er, glaube ich, nicht. Also sie wäre nicht ersoffen. Weil wir wissen alle, Kühe haben keinen Schließmuskel. Deswegen würden sie mit Wasser voll laufen. Aber das, nur auf dem Dorf. Dorfkindermomente. Wisst ihr Bescheid. Aber von da an wusste ich, dass ich auch ruhig über die Treppe, über die Brücke laufen kann, ohne zu befürchten, irgendwie einzubrechen. Das Ding hat gehalten. Das kannst du aber wissen. SWD. Verkauft, ja. Mal gucken, was Drabin so in seinem Laden zum Verkauf hat. Gewehre. Ja, dafür habe ich immer noch nicht genug. Noch nicht mal ansatzweise. Ich habe nicht mal, doch, dafür hätte ich genug. Aber wo ist denn das SWD? Warum auch immer das SWD heißt. Das heißt auch SVD. Wo ist denn das Ding? Mann! Ne, das ist Munition. Ne, Schalldämpfer. Eine Lampe. Who the heck needs a Lampe? Eine Munition, na gut. Naja, solche Geschichten kriegt ihr nur hier. Bei mir, bei The Nerdan Way of Life. Oh, Alter. Tja, welcher Boss könnte jetzt wohl kommen? Thank you.
Nee. Oh, fast. Nicht bei der Kälte, bist du bekloppt, die frieren direkt ein. Und die dann auch noch, weißt du? Moment, ganz kurz mal eben. Okay. Es ist aber schon wieder laut gewesen gerade. Muss man mal das Headset kurz leiser machen. Mein Hals war mir auch wahnsinnig. Einmal was Scharfes gegessen. Ich hab mir inspiriert von Metal Gear. Scheiße. Instant-Nudeln besorgt. Ziemlich scharfe Inszenierung, wie ich gerade festgestellt habe. Meine Stimme leidet da ein bisschen drunter. Okay, machen wir nachts nicht an, was soll's? Ah, sehe ich nicht. Oder ist sie schon down? Kann sein. Ne, ist noch nicht down. Oh, da rennen auch noch welche rum. Da rennen eine ganze Menge rum. You can't hide forever! Come out, wherever you are. Okay, also die liegen. Ist auch noch welche? Was? Ich weiß jetzt nicht, ob hinter mir welche sein könnten. Ich muss natürlich erstmal versuchen, die Verstärkung hier auszuschalten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl. Na komm. Da hinten ist Wolf auf jeden Fall. Also Crying Wolf. Gut, ich muss natürlich erstmal die Waffe wechseln. Also werde ich mir anscheinend wirklich. Ach, es ist so ärgerlich, Alter. Die wäre jetzt hier perfekt gewesen. Na gut. Weil ich es nicht besser weiß, kaufe ich mir die, wie hieß das Ding? M4, nee, wo ist denn das Teil? Scheiße, M14 EBR. Genau. Munition, wie sieht es damit aus? Haben wir voll. Alles klar. Switchen wir einmal zu dem Ding über. So. What, willst du mich verarschen? Okay. Okay, das ist ein normaler Enemy. I'm looking for the wolf. So, und weil das for the wolf looking doch etwas länger gedauert hat als erwartet, seht ihr jetzt hier eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Zusammenraffung. Weil den Kampf wollte ich euch dann doch nicht komplett vorenthalten. Deswegen Zeitraffer. For the win. Aber auch nicht so lange.
Gut, lange hat's gedauert, aber endlich, was lange wird, wird langsam wahr. Nee, wie war das? Wird lange wert, wird endlich wahr? Keine Ahnung. Crying Wolf ist im Arsch. Lange nicht mehr auf eigenen Beinen gestanden, wa? Oh, die hat was von The Grudge. Oder The Ring. Jetzt hat sie was von Fortune. Durch die Waffe. Fällt mir ihre Geschichte wieder ein. Die ist auch so krass. I'm sorry. Vor allem ist die relativ glaubhaft, aber die ist so... You can cry if you want. Cry if you need to. Cleveren unter euch haben es schon rausgefunden. Geschlussfolgert vielleicht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwach, dass er die Körper alle gleich gemacht hat. Ich sage mal eher, dass sie die Körper einfach alle gleich gemacht haben. Und einfach nur die Köpfe ausgetauscht haben, aber naja, okay, gut. So, mit ihr wollen wir jetzt nicht extra tanzen, mit ihr wollen wir nicht Fotos machen. Die machen wir jetzt einfach schnell platt. Da würde sich eh nichts dran ändern. Na, come on jetzt hier. Obwohl man würde vielleicht noch... Stimmt, das wollen wir vielleicht noch hören. Es gibt dem Ganzen noch so ein... etwas Tiefe. Will, 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 will. Dreieck? Dreieck. Huh.
And then we fade out to white. Gut, jetzt ist sie ja eh schon fast down, dann kann ich sie kurz fotografieren. Ich glaube, dass sie jetzt, genau, sie macht halt genau die gleichen Posen. Ziemlich lax. Okay, tschüss. Ach scheiße, jetzt hat sie wieder voll Energie. Ja, da hätte ich mir vorher drauf achten sollen. Also, das wusste ich nicht, meine ich. Ich dachte, jetzt kriegt sie nochmal kurz einen mit. Aber krass, oder? Nur durch Geräusche. Nur durch so ein bisschen Babygeheul und Schritte und kann, also wird solche Atmosphäre erzeugt. Das ist, ich finde sowas so gut. Weniger ist so oft so viel mehr. Deswegen sage ich dann da auch nichts. Also deswegen habe ich eben auch nichts gesagt. Einfach damit das so wirken kann, ne? Ja, das Ding hat sehr viel Ähnlichkeit mit Fortune's Knarre, ne? Aus Metal Gear Solid 2. Bin mir nicht sicher, ob es exakt dieselbe Waffe ist. Zu schwer für dich, alter Mann. Yo, Snake. I finished laundering that real gun you picked up just now. Knock yourself out. It's on the house. Thanks. Time for another bedtime story, Snake. Yep, bitte. This one's about crying wolf. You don't need me to tell you there's whole nations in Africa tearing themselves apart in the name of ethnic cleansing. Well, she was born into that environment. When she was a little girl, her village was attacked by rival armed factions. Her parents and siblings were slaughtered, and she was left a refugee. She took her last surviving relative, her baby brother, and ran as far as she could away from the war zone. One day, they came across an enemy unit, so she took her brother and hid in an abandoned shack. And then her brother started to cry. She knew that if the soldiers heard the noise, they would find them and kill them both. So she wrapped her hand as tight as she could around his mouth. As the footsteps gradually went away, she came back to her senses. Her brother wasn't crying anymore. Horrified, she pulled her hand away, covered in sweat and spit. He wasn't breathing. They say wolves eat their own pups when they die. She was spotted wandering through the thick of battle, carrying her dead brother in her arms. She had visions, too. A wolf walking alongside her. Every night, the wolf would howl and cry, just like her brother did that day. Eventually, she made it to a government-run refugee camp. But by then, her brother's body had rotted away.
The camp was crowded with refugees like herself, and little children like her brother. Day and night, she was tormented by the cries of babies. The wolf that followed her heard her sorrowful screams and answered. He made his way around the camp, and one by one, he silenced the children. She tried to stop it, but she was powerless to stop the wolf. A few days passed, and on the eve of the enemy's raid, there wasn't a child left. The adults who survived were torn up pretty bad. Of course, there was never any wolf in that camp. She was the one who killed those babies. Hätte sie nicht extra sagen müssen, finde ich. But she couldn't bring herself to admit it. She couldn't bear the thought of herself going from one baby to the next, howling like a wolf, snuffing out their little lives. And she never did. Even as Crying Wolf, a lonely beast forever stalking the battlefield. Snake, fighting with you made Wolf finally accept what she'd done. She was cleansed by you. If the cries she heard of children on the battlefield have been silenced, it's because of you. You ought to be proud. Three down, one to go. All that's left is Mantis. But you should know, Snake, she's been controlling all the other beasts. She's the beast of beasts. Don't let her get her hooks in you. I won't. See you around, Snake. See you around. Railgun, eine Waffe, die mithilfe elektromagnetischen Induktionsgeschosse. Ja, und das Gesicht von der Crying Beauty. Ja, ist halt so, sagt er. Okay, ich würde sagen, eine sehr durchwachsene Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir einen Daumen oben da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch schon, also je nachdem, ist ja egal, ihr kennt das. Wenn ihr an dem Tag guckt, wo die Folge rauskommt, gibt es morgen die neue. Wenn ihr. So. Muss ich nicht erklären. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.